Neue Woche, neue Rechtsschau. Diesmal unter anderem mit dabei eine Anwältin mit einer ziemlich teuren Versicherung, ein Steuerberater mit demnächst wohl nicht mehr ganz so geheimen Bankkonten und Fußball. Los geht's! Moin zusammen und herzlich willkommen. Ich bin Matthias von der Steuerkanzlei TXT. Und wie in jeder Woche habe ich mir die aktuelle Steuerrechtsprechung einmal genauer angeschaut. Wie immer gehen wir zuerst zum BFH. Da hätten wir diesmal zunächst eine interessante Entscheidung zum Thema Übernahme von Versicherungsbeiträgen für Angestellte. Wir haben hier zwei Fälle vergleichbar. Ging in beiden Fällen darum, dass eine Kanzlei die Berufshaftpflichtversicherung für eine angestellte Anwältin bzw. einen angestellten Anwalt übernommen hat. Das ist ja auch so ein Kuriosum aus meiner Sicht in Deutschland, dass ein angestellter Anwalt nicht über die Kanzlei ausschließlich versichert werden kann, sondern zusätzlich noch eine eigene Berufshaftpflichtversicherung abschließen muss. Aus meiner Sicht ja ein Erfolg der Versicherungslobby oder ähnliches. Bei Steuerberatern ist das nach meiner Kenntnis auch anders. Anwälte brauchen aber zusätzlich immer noch eine eigene private Berufshaftpflichtversicherung. Wenn diese Kosten durch die Kanzlei übernommen werden, geht die Finanzverwaltung häufig davon aus, dass es sich hier um Arbeitslohn handelt, der entsprechend versteuert werden muss. Dagegen hatte sich jetzt hier die Kanzlei gewehrt und der BFH kam dann in zweiter Instanz hier zu dem Ergebnis, dass die Kostenübernahme nur insoweit Arbeitslohn darstellt, wie die Versicherungsbeiträge in Höhe der Mindestbemessungsgrundlage übernommen werden. Wenn sich die Anwältin oder der Anwalt zusätzlich noch höher versichert, um an den Versicherungsschutz der Kanzlei heranzukommen, dann ist das überwiegend im Interesse der Kanzlei und damit kein Arbeitslohn mehr. Im Ergebnis also hier sehr günstige Entscheidung eigentlich für die Steuerpflichtigen, dass daneben die Übernahme der Kosten für das elektronische Anwaltspostfach und auch die Übernahme der Vereinsbeiträge im örtlichen Anwaltverein steuerpflichtigen Arbeitslohn darstellen, geschenkt. Das war so auch zu erwarten. Aber hier sehr interessante Entscheidung in Bezug auf die Übernahme der Berufshaftpflichtversicherung. Dann haben wir eine zweite Entscheidung, nochmal das Thema Kindergeld. Ich hatte es in einer der letzten Ausgaben schon angesprochen. Der BFH kommt zu dem Ergebnis, dass die Festsetzungsfrist, diese Antragsfrist für Kindergeld, die 6-Monats-Frist, den Anspruch auf Kindergeld entfallen lässt, sobald die Frist abgelaufen ist. Das führt dazu, dass also für rückwirkende Zeiträume kein Kindergeld mehr festgesetzt werden kann. In den Fällen, die der BFH bislang entschieden hat, ging es immer um die Frage, ob jetzt noch ein Anspruch auf Kindergeld besteht oder nicht, ob das Kindergeld noch ausgezahlt werden kann. Ich vertrete hier in der Kanzlei einen Fall, da geht es darum, wenn kein Anspruch auf Kindergeld mehr besteht, weil eben gerade die Antragsfrist abgelaufen ist, besteht dann zumindest ein Anspruch auf den Kinderfreibetrag. Aus meiner Sicht ist das ganz eindeutig der Fall, denn es wird immer eine Vergünstigung gewährt, entweder Kindergeld oder Kinderfreibetrag. Wenn durch Fristablauf der Anspruch auf Kindergeld entfallen ist, dann muss aus meiner Sicht automatisch der Anspruch auf Kinderfreibetrag bestehen. Die Finanzverwaltung sieht das ganz anders. In unserem Fall, den ich hier in der Kanzlei vertrete, hat das Finanzamt explizit erklärt, dass diese Rechtsprechung des BFH nicht dazu führt, dass man hier davon ausgeht, dass der Kinderfreibetrag zu gewähren ist. Ja, ich bin sehr gespannt. Sobald es hier eine Reaktion vom Finanzgericht gibt, werde ich natürlich auch darüber berichten. Dann noch eine letzte Entscheidung vom BFH. Diesmal ziemlich viel los in München aus dem 11. Senat. Wir haben eine neue Vorlage an den Europäischen Gerichtshof zum Thema Vorsteuerabzug einer Holding. Das Holding-Modell ist ja ein überaus beliebtes Gestaltungsmodell, wird sehr, sehr häufig vermarktet. Aus meiner Sicht viel zu häufig, denn es kommt öfter vor, dass die Holding-Konstruktion steuerlich überhaupt keine Vorteile bringt und im Ergebnis sogar schädlich ist. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn man feststellt, dass plötzlich kein Vorsteuerabzug besteht aus den Eingangsleistungen, die die Holding einkauft. So ein Fall haben wir auch hier. Typisches, ja, sagen wir, Vorschaltmodell. Ich ziehe also eine Holding in meine Geschäftsstruktur ein, um hier steuerliche Vorteile zu erhalten, weil beispielsweise die operative Gesellschaft steuerfreie Umsätze ausführt und dann sowieso keinen Vorsteuerabzug hat. Hier hat der Steuerpflichtige also versucht, durch das Einschieben der Holding zusätzlichen Vorsteuerabzug zu generieren.
Das ging zunächst auch gut, das Finanzgericht hatte der Klage stattgegeben. Allerdings sieht der BfH die Sache nun offenbar ganz anders. Die Position wird im Vorlagebeschluss nicht so richtig deutlich aus meiner Sicht. Da kennen wir andere Fälle, wo sich der BfH also schon deutlich stärker aus dem Fenster gelehnt hat. Ich persönlich lese hier allerdings aus den Ausführungen heraus, dass der BfH nicht so glücklich ist mit der Gewährung des Vorsteuerabzugs in diesen Fällen. Er kommt hier zu dem Ergebnis, dass möglicherweise, selbst wenn das rechtlich gerechtfertigt sein sollte, umsatzsteuerlich die ganze Sache systemwidrig sein könnte und deswegen kein Vorsteuerabzug gewährt werden sollte. Man darf sehr gespannt sein, wie sich der EuGH hier positioniert. Der Vorsteuerabzug bei Holdinggesellschaften ist ja eine unendliche Geschichte. Solange ich mich schon mit dem Thema Umsatzsteuer beschäftige, ist das immer wieder diskutiert worden. Wir haben etliche Entscheidungen auf europäischer und nationaler Ebene. Man darf sehr gespannt sein, wie sich der EuGH hier positioniert. Dass der BfH jetzt nochmal so in diese Richtung vorprescht, war nicht unbedingt zu erwarten. Allerdings, wenn ich das richtig gesehen habe, inzwischen auch alle Richter im 11. Senat am BfH ehemalige Finanzbeamte. Ob das Einfluss auf diese Entscheidung hatte, muss man offen lassen. So viel vom BfH. Dann haben wir noch zwei interessante Entscheidungen vom Finanzgericht Köln. Zunächst noch ein Fall zur Umsatzsteuer. Und zwar geht es hier um die Aufsichtsratsvergütung im Sportverein und konkret die Frage, ob hier Umsatzsteuer anfällt. In dem Fall ein Fußballverein, meine ich, betroffen, der hatte sich einen Aufsichtsrat eingerichtet und hatte den Mitgliedern des Aufsichtsrats ein Budget zur Verfügung gestellt. Dieses konnten die Mitglieder dann nutzen, um Karten zu kaufen für die Spiele, für Reisekosten, für Fanartikel und so weiter. Finanzverwaltung geht davon aus, dass in diesen Fällen Umsatzsteuer anfällt. So jedenfalls die bisherige Praxis war völlig üblich. Man hatte sogar eigene Regelungen dann noch konzipiert, um die Aufsichtsratsmitglieder im Compliance-Bereich so ein bisschen zu entlasten. Die mussten nicht ständig Umsatzsteuervoranmeldung abgeben, sondern nur dann, wenn sie tatsächlich irgendwelche Vergütung erhalten haben. Dann haben wir allerdings vor einigen Jahren eine Entscheidung des EuGH bekommen. Der hatte die ganze Sache viel einschränkender ausgelegt. Ja, kam zu dem Ergebnis, grundsätzlich unterliegt so eine Aufsichtsratsvergütung eben nicht der Umsatzsteuer, jedenfalls dann nicht, wenn der Aufsichtsrat gar kein unternehmerisches Risiko trägt. So lag die Sache auch hier. Finanzgericht kam zu dem Ergebnis, Klage begründet, der Aufsichtsrat übt hier keine unternehmerische Tätigkeit aus, deswegen kann auf diese Vergütung auch keine Umsatzsteuer anfallen. Interessant, das Gericht hatte die Revision zugelassen, die ist allerdings vom Finanzamt, so hat das Gericht mitgeteilt, nicht eingelegt worden. Könnte natürlich ein Hinweis darauf sein, dass jetzt doch ein Umdenken in der Finanzverwaltung erfolgt und künftig die EuGH-Rechtsprechung also flächendeckend umgesetzt wird. Im Ergebnis also auch hier interessante Entscheidung für die Steuerpflichtigen. Und zu guter Letzt noch ein Eilbeschluss aus dem Finanzgericht Köln. Hier ging es um die Frage, ob ein Steuerberater, der im Zusammenhang mit dem Ankauf einer Steuerdaten-CD aus Luxemburg aufgefallen war, sich dagegen wehren kann, dass die Finanzverwaltung noch weitere Ermittlungen in Luxemburg anstellt. Etwas kuriose Sachverhaltskonstellation. Der Berater hatte hier einstweiligen Rechtsschutz dahingehend beantragt, dass die Finanzverwaltung also nochmal Kontakt nach Luxemburg herstellt und dort weitere Ermittlungen anstellt, um zu verhindern, dass hier also in dem Bereich anlässlich dieses Steuerdaten-CD-Ankaufs weiter ermittelt wird. Die Sache mit dem Ankauf der Steuerdaten-CDs ist ja auch schon ausführlich diskutiert worden. Grundsätzlich ist das Ganze also hier abgesegnet worden durch die Rechtsprechung auch. Ist alles etwas anders als in Amerika. Man kennt das hier aus Film und Fernsehen, wenn dort so von Beweismittelverbot, Verwaltungsverbot und so weiter gesprochen wird, ne, der Früchte des verbotenen Baumes und so weiter. Das gibt es in Deutschland alles nicht. Ja, hier können Beweise auf alle möglichen Arten beschafft werden. Beweisverwertungsverbot allenfalls nur im Einzelfall durch den Richter abwägend angenommen. Grundsätzlich aber kann hier ermittelt werden, wie man möchte. Zu dem Ergebnis kommt dann auch letztlich hier das Finanzgericht in Köln. Man setzt sich in geradezu epischer Breite damit auseinander, dass der Antrag unbegründet ist, fast 20 Seiten Urteilsbegründung. Das war auch nicht wesentlich anders zu erwarten. Zum einen ist ein Antrag auf einstweilige Anordnung im Steuerrecht somit das Schwierigste, was man überhaupt versuchen kann zu erreichen. Zum anderen kommt hier noch hinzu,
Der Präsidentensenat in Köln, der zweite Senat, ist nicht gerade dafür bekannt, Urteile zugunsten der Steuerzahler zu fällen. Ich selbst habe dort auch mit eher, muss man sagen, immerhin schon gemischtem Erfolg verhandelt. Das Gericht, wie gesagt, nimmt in aller Ausführlichkeit Stellung dazu, dass hier die Rechte des Steuerpflichtigen nicht verletzt werden und er die weiteren Ermittlungen durch die Finanzverwaltung hinnehmen muss. So viel für heute. Ich hoffe, für euch waren ein paar hilfreiche Infos dabei. Bis zum nächsten Mal.